Maren und Katrin starten einen Annäherungsversuch und Nihat stellt sein Können als Vater in Frage. Was noch passiert, lesen Sie hier. 19.40 Uhr, RTL. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Maren ist von Katrins ehrlichen Worten bewegt und macht ebenfalls einen Schritt auf sie zu, in der Hoffnung, ihre Beziehung zu reparieren. Nihat ist schockiert, als der Hochstuhl verschwindet, und ist kurz davor aufzugeben. Doch Michi unterstützt ihn mit seiner Erfahrung als Vater und gibt ihm wertvolle Ratschläge. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, ist eine der bekanntesten und langlebigsten deutschen Seifenopern. Seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 1992 hat die Serie ein breites Publikum durch ihre fesselnden Geschichten und vielschichtigen Charaktere begeistert. Die Handlung spielt sich hauptsächlich im Berliner Stadtteil Kreuzberg ab und konzentriert sich auf das Leben einer Gruppe von Freunden, Familien und ihren Alltagsbeziehungen. Die Serie behandelt eine Vielzahl von Themen, darunter Liebe, Freundschaft, Intrigen, persönliche Konflikte und berufliche Herausforderungen. Die Charaktere von GZSZ sind in ständiger Entwicklung begriffen, wobei neue Figuren auftauchen und sich die Beziehungen zwischen ihnen im Laufe der Zeit verändern. Dadurch entsteht ein dynamisches Gefüge von Verstrickungen und Wendungen, das die Zuschauer immer wieder überrascht. Die Serie zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, zeitgemäße Themen aufzugreifen und diese in die Handlung einzubinden, was dazu beiträgt, dass sie mit der Zeit geht und sich an ein breites Publikum richtet. Von Teenagern bis hin zu älteren Zuschauern spricht GZSZ durch die verschiedenen Lebenssituationen und Charaktere eine vielfältige Zuschauerschaft an. Mit einer Mischung aus Spannung, Drama, Liebe und Freundschaft bleibt Gute Zeiten, schlechte Zeiten eine der beliebtesten deutschen Seifenopern, die ihr Publikum seit vielen Jahren in den Bann zieht und regelmäßig mit neuen Geschichten und Entwicklungen überrascht.